herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind wieder hier. Und zwar zum 30. Mal. Heute Jubiläum. 30 Wochen Marburger Clubs United, beziehungsweise 30 Streams. Und das Ganze heute hier vom Gesundheitszentrum Marburg. Wir sind mittendrin. Ihr seht es selbst im Vita Fitness. Vielen, vielen Dank, dass wir hier heute streamen dürfen. An das gesamte Team. Auch ihr habt es aktuell nicht einfach. Besonders dieser Raum. Wenn der jetzt reden könnte, der würde euch auch ein Liedchen klagen. Und es wäre kein schönes. Ja, 30 Jahre. Das wär's. 30 Wochen. Marburger Clubs United. Und da haben wir uns nicht nehmen lassen, mal wieder alle zusammenzubringen. Und einer, der fast bei der ersten Stunde schon mit dabei war, Matt C. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist. Wir haben DJ William, wir haben DJ G-Star. Wir haben auch wieder, oh Freude, Timo Baldoa bei uns. Eigentlich sollte auch die Perla Nera heute dabei sein. Sie schafft es leider nicht. Deswegen schöne Grüße zu dir, Perla. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Aber sonst sind sie alle dabei. Und ich hoffe, ihr habt heute richtig Lust. Jetzt geht's los. Metzi, die nächste Stunde. Viel Spaß!
We'll be right back.
Sometimes I feel alone, throw my hands up in the air.
side, motherfucker. Give me a minute to hold my girl.
Sunday morning's on your way, and out of the grave. I've got time, I've got life, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, people place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl.
Thank you.
before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's shone. It kicks like a sleep twitch. Metzi, da ist er. Vielen, vielen Dank. 30 Wochen Marburger Clubs United. Ja, für uns. Sowohl Verantwortliche als auch DJs. Die Marburger All-Stars. Marburger Clubs United All-Stars. Ist das ein ganz besonderer Tag. Wir hätten es uns nicht träumen lassen, dass wir so lange für euch, ja, den Club nach Hause bringen. Die Umstände sind nicht schön, aber das, was wir daraus gemacht haben. Ich spreche da nur das an, was ihr auch immer wieder in unsere Chats schreibt. Schön, dass es sowas in Marburg gibt. Danke, Marburger Clubs United. Aber heute heißt es auch mal von unserer Seite aus, Danke zu sagen. Und zwar ihr Fans, die immer wieder einschalten, immer wieder zuschauen, uns bei der Stange halten. Das ist immer ein gegenseitiges. Und deswegen 30 Wochen Marburger Clubs United und noch kein Ende in Sicht. Heute Abend sind wir im Gesundheitszentrum in Marburg. Ja, und ich stelle jetzt mal die Frage an unseren Mustertechniker Stefan Oberhanse. Jetzt stehen wir wieder hier. Und für etwas mehr als 30 Wochen haben wir das ganze Projekt quasi über Nacht aus dem Boden gestampft. Wir hätten uns das nicht träumen lassen, dass das so einschlägt. Stefan, erzähl das doch mal kurz aus deiner Sicht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Tobi, vielen Dank für die Überleitung und erstmal ganz lieben Dank an alle euch da draußen. Tobi hat es gerade gesagt, es ist nicht ganz korrekt. Wir sind zwar das 30. Mal heute auf Sendung, aber nicht die 30. Woche, denn wir hatten eine kleine Sommerpause. Wir wollten ursprünglich eigentlich das Ganze beenden, denn ihr alle erinnert euch, die Behörden hatten gesagt, Ende August ist alles wieder, ja, zumindest war damals so die Erwartungshaltung, wieder in den normalen Bahnen. Die Realität hat uns eingeholt, nicht erst im Oktober, da haben wir dann wieder die Fahrt aufgenommen. Allerdings, wie ihr alle wisst, auch eher mit negativen Gründen. Wir haben dann dankenswerterweise auch eine Unterstützung vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst bekommen. Vielen Dank hier an der Stelle auch an Angela Dorn und den Marburger Landtagsabgeordneten Dirk Bamberger, die das ermöglicht haben. Ja, und so stehen wir hier. Wie gesagt, wir haben es euch zu verdanken. Und ich kann mich noch damals im März, Mai, April daran erinnern, witzige Idee, zum Hörer gegriffen. Den ersten, den ich angerufen habe, warst du, Tobi, und auch alle anderen, die hier als DJ schon agiert haben, zum Teil heute Abend ja noch kommen. Ich kenne nicht eine einzige, die auch länger wie 30 Sekunden überlegt hätte, um zu antworten, ja klar, bin ich sofort dabei. Bei den Clubs, bei den Einrichtungen war es am Anfang ein bisschen Überzeugungskunst, aber spätestens nach dem Spiegelslust mit dem beeindruckenden Set ging das dann von alleine. Und ganz lieben Dank hier auch nochmal an die Landrätin, den Oberbürgermeister, die Geschäftsverantwortlichen von Sparkasse, Stadtwerken, Arbeitsagentur und viele, viele andere, die hier die ganzen Wochen uns mitgetragen haben. Wir überlegen jetzt über die Weihnachtsfeiertage natürlich noch ein Special für euch zu machen. Es passt dieses Jahr auch vom Terminkalender her mit den Samstagen genau auf Silvester. Da lasst euch nochmal überraschen, was uns da eventuell gelingen wird und im neuen Jahr wird alles anders aussehen. Allerdings höchstwahrscheinlich nicht so, wie wir uns das eigentlich alle mal erhofft haben. Denn die Pandemie wird höchstwahrscheinlich noch weit in den Januar abstrahlen. Das kann für uns eine Arbeitsaufgabe sein, die da natürlich einen negativen Grund hat. Aber schön ist, dass wir für euch spielen können. Genießt ein bisschen die Zeit, lasst euch ein bisschen von uns ablenken. Die Musik, ihr könnt euch Wünsche schreiben, ihr könnt euch Anregungen schreiben. DJs und andere, die vielleicht mal Lust haben, uns auch einfach Kontakt aufnehmen. Wir grüßen übrigens die ganzen Kollegen, die da draußen heute auch streamen. Es gibt hier heute in Marburg auch einen riesen LKW-Korso. Der geht hier gleich noch durch die Stadt und über die Dörfer. Meines Wissens wird dort gespendet für die Kinderkrebsstation.
tolle, ehrwürdige Sache. Ja, ansonsten heute Abend hier auf dem Channel sind wir mal locker bis 11. Vielleicht mal gucken, wie weit noch nach hinten draus. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, Feuer frei, ihr da draußen viel Spaß und ihr hier hinter den Decks natürlich auch. Und tolle. Haben wir noch was mit Gutschein? Ach so, genau, gut, dass du mich daran erinnerst. Ihr seht es ab und zu mal an den Einblendungen, die wir machen. Und zwar rettet eure Lieblingsläden. Wir stehen hier in einem eurer Lieblingsläden. Also auch hier könnt ihr jederzeit jetzt zu Weihnachten und auch darüber hinaus natürlich noch Gutscheine erwerben, sei es für entsprechenden Warenbezug oder eben auch für zukünftige Dienstleistungen hier in der Einrichtung. Aber das gibt es über die Plattform Marburg Liebe und über diverse andere auch für unzählige Einrichtungen. Und ja, wenn ihr eure Einrichtungen schätzt, eure Gastronomie schätzt, eure Club schätzt, eure lokalen Einzelhändler, kauft Gutscheine oder geht hin oder nehmt halt den stationären Bezug im Sinne von Außerhausgeschäft und lasst euch einfach mal was Gutes nach Hause zu bringen, die ganz aus dem Ofen von der Omi. Naja Gott, das ist ja zwar eine ganz leckere, aber extern kann auch mal ganz gut schmecken. Übrigens der Wein und das andere auch. Also Tobi, Feuer frei, es kommt gleich DJ William mit einem brettharten Sättchen heute. Ja? Und mal gucken, ich glaube heute in der Verlängerung des Abends geben wir uns auch noch ein schönes Bettelchen hier im guten Vita Fett. So sieht's aus. Marburger Clubs United, die 30. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Nimmt es an, bestellt auf jeden Fall, unterstützt eure Gastro. Ihr, wenn ihr einen festen Job habt, dann ist das das Beste, was ihr aktuell machen könnt, weil teilweise ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Und dafür sind wir auch da. Das war auch der Ursprungsgrund, warum wir das gemacht haben und das bis heute auch durchgezogen haben. Wir machen das alle ehrenamtlich. Das muss auch mal dazu gesagt werden, inklusive Techniker. Und das Ganze nur, um euch ein bisschen an den Samstagen zu entertainen. So, Schluss jetzt mit den Worten. Jetzt geht's weiter. DJ William hat mir gesagt, das ist ein Hammer-Set heute. Ich freue mich heute wieder mega drauf. Dann geht's weiter. Ich mach dann ein bisschen weiter. Ich versuche den William noch ein bisschen anzuknüpfen. Und dann kommt der Timo Baldor und natürlich DJ G-Star. Und was dann noch kommt, schauen wir mal. Viel Spaß jetzt mit DJ William.